Hallo Freunde der Nacht, herzlich willkommen zum Insta-Live. Heute ja schon angekündigt, zusammen mit Ramon Wagner und Ariel. Ich hoffe, euch geht's gut. Dann warten wir, bis alle eintrudeln. Ramon, Ariel etc. Ramon ist schon da. Was geht ab? Good morning. Na? Na, da bist du ja aus Tirol. Oder hört ihr mich, muss ich ja sagen. Ah, Ariel ist da. Gut. Dann, super. Yvonne, du bist hier die Chefin. Ich bin die Chefin, genau. Ja, dann kann Ariel ja reinkommen. Deutlich besser schreiben die meisten. Okay, super, ja. Dann Ariel, stell eine Anfrage, dann kann ich dich direkt mit reinnehmen. Ramon, du hast dir bestimmt schon wieder Notizen gemacht. Brav, nee, du bist, heute ne? tatsächlich Nein? nicht. Nee, heute habe ich mir tatsächlich keine gemacht. Okay, krass, genau. Ja, es soll ja darum gehen, dass wir, dass es ja alles jetzt am Wochenende super spontan war. Freunde nämlich, ne, denn es kam alles anders als erwartet. Und wie erwartet, das erzählt uns jetzt Ariel. Ich habe es jetzt gerade hinzugenommen, was da vorgefallen ist. Und dann sprechen wir darüber auch über das Thema Mike-Video und Mikes Insta-Story. Hello. Hören wir dich? Ja. Super. Also ich höre euch. Hört ihr mich auch? Ja. Ich habe auch extra Kopfhörer, weil letztes Mal ging es irgendwie nicht so gut. Aber mal gucken, wenn ihr mich so hört, dann bleibe ich gerne so. Also wir hören dich gut, oder? Ja. Mousy, also ich auch. Ja. Das freut mich. Super. Ja, wir haben gerade die Einleitung gemacht, was am Wochenende passiert ist. Ich muss warum am Freitag das Handy von uns allen nicht mehr stillstand. Warum sich das Blatt so krank gewendet hat. Was ist passiert? Ja. Wir sind so neugierig, oh mein Gott. Naja, ich finde, es ist ja schon sehr vieles jetzt rausgekommen. Ne? Ich konnte natürlich auch meine Emotionalität nicht zurückhalten, habe natürlich eine Insta-Story gemacht und so wie ich bin, ne, wenn ich emotional bin. Ich war irgendwie unterwegs am Freitag mit einer Freundin und habe im KDW Lars Steinhüffel aus Zufall getroffen. Und wir haben Michelle ein Foto geschickt gehabt und meinten, ey, ich habe euch gerade aus Zufall getroffen. Und sie meinte, ja, sie ist mit Flocke unterwegs, ob wir nicht dazukommen wollen. Das haben wir gemacht und waren dann im Amano. Und da lief, glaube ich, noch das Fußballspiel. Und ich saß direkt neben ihr, also direkt praktisch neben ihr. Ich konnte praktisch auf ihr Handy sofort gucken und habe dann den Namen Mike gelesen. Und in dem Moment habe ich dann gedacht, wow, habe sie so angeguckt, sie hat mich so angeguckt und hätte sie nicht so reagiert, wie sie reagiert hat, wäre ich, glaube ich, auch nicht sofort so emotional geworden, weil sie hat dann erst gesagt, ach, das ist ja total unbedeutend und hat es ins Archiv gemacht oder gelöscht, irgendwie hat sie es weggewischt, ja. Und das hat mich so total stutzig gemacht. Ich meinte so, dein Ernst, Digga? Also, was geht bei dir, mich jetzt hier so anzulügen und so hintergehen? Wir haben Strafanzeigen am Laufen. Ich habe damals diese ganze Sache gemacht, weil ich dich beschützen wollte. Und du lügst mich hier komplett an. Und dann hat sie aber auf einmal gesagt, nee, das ist ein anderer Mike. Und dann habe ich mich so komplett verarscht gefühlt. Und gut, ich hatte auch schon ein, zwei getrunken, muss man sagen. Da ist man sowieso immer emotionaler, als man sowieso schon ist. Und dann, ist es so ein bisschen eskaliert. Habe ich ihr gesagt, ey, verarsch mich nicht, bin erstmal rausgegangen. Dann ist sie mir hinterher. In dem Moment bin ich aber wieder reingegangen, weil ich das mit ihr klären wollte. Und dann haben wir uns praktisch in der Halle da wieder getroffen. Und dann habe ich sie halt angeschrien, ne, und meinte so, was das soll. Und dass ich am liebsten eine klatschen würde, was ich nicht gemacht habe. Aber ich war einfach so emotional. Und es wurde dann so laut, dass ich dann irgendwie aus dem Hotel einmal gebeten wurde. Und das ist im Prinzip die ganze Story, ja? Darf ich mal kurz was fragen, Aria? Ich meine, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, aber die Leute jetzt, also Yvonne stellt dir jetzt ja Fragen und die Leute hier kennen ja diese ganze Geschichte nicht. Du hast gesagt, du hast dann irgendwie auf dem Handy gesehen, dass dann verlaufen Mike war. Mhm, woher wusstest du denn, dass es jetzt der Mike ist? Weil Mike ist ja so ein Name, den es wie Sand am Meer gibt. Ja. Ja, stimmt, aber ich habe ja dann gesagt, hier Mike, und dann hat sie ja gesagt, es ist unbedeutend. Und diese kleine Reaktion hat mir eigentlich gezeigt, dass ich komplett richtig liege. Dazu gibt es eine Vorgeschichte. Die letzten Tage waren, glaube ich, für sie sehr emotional. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, weil nochmal hier, Michelle ist mir freundschaftlich sehr ans Herz gewachsen. Ich telefoniere, glaube ich, 5 Mal am Tag habe ich mit ihr telefoniert. Und sie ist wirklich eine gute Freundin von mir geworden. Deswegen fühle ich mich so hintergangen, weil jede Frau hat mal einen schwachen Moment, gerade wenn es um eine Ex-Beziehung geht,
Jede Frau will vielleicht das mal auf einem anderen Weg klären, aber nicht ehrlich und transparent nach diesen Sachen zu sein, ist einfach gefährlich. Wir sind in, also ich habe mindestens schon 3.000 Euro Gerichtskosten wegen der ganzen Sache. Und da nicht ehrlich zu sein, finde ich einfach gefährlich, ne? Aber du bist dir sicher, dass es der Mike war? Weil hier schreibt zum Beispiel gerade jemand in die Kommentare, schreibt gerade eigentlich mal vor, aber auch jeder andere Mike könnte unbedeutend sein. Genau, aber ich meine, wir haben ja dann noch auf der Straße diskutiert und sie hat ganz hat gesagt, es ist nicht der Mike, es ist nicht der Mike. Deswegen habe ich ihn übrigens auch angerufen, weil sie meinte, ruf ihn doch an. Aber dann bin ich auch ein bisschen runtergekommen und habe gedacht, okay, naja, wenn es dann der andere Mike ist, warum gibst du dann jetzt in der Instagram-Story zu, dass du ja Kontakt zu ihm hast? Also sie hat ja ganz klar in der Story gesagt, sie hat Kontakt wegen mir anscheinend, weil die Anzeige zurückgenommen werden sollte, was aber totaliger, also Blödsinn. Also wenn sie Kontakt hat, dann hat sie das schon aus ihren Absichten, finde ich. Aber geht es jetzt darum, also ich sag mal, dass Michelle, sie ist ja noch mit Mike verheiratet, dass Michelle jetzt als Beispiel entscheidet, mit ihm Kontakt zu haben, da kann man jetzt finden, wie man will, so. Kann man unklug finden oder nicht, vor allem wenn da angeblich irgendwelche Anwaltsgeschichten da im Raum stehen oder auch nicht, ne? Weiß man ja immer nicht so richtig. Das ist ja wahrscheinlich nicht das Problem, oder ist das Problem, dass sie gesagt hat, nein? Also ganz ehrlich, selbst wenn sie zu mir kommen würde als Freundin und sagen würden, ey, ich will das jetzt in Ruhe mit ihm klären oder ey, ich habe da irgendwie wieder Gefühle oder keine Ahnung, ja? Es kann ja alles sein. Wir Frauen sind gefühlsmäßig auch alle nicht ganz dicht, ne? Wir haben da alle einen oben weg, wenn wir verliebt sind. Das ist ja alles okay. Man kann mit mir über alles sprechen. Aber diese Art und Weise, dieses Lügen, und sie muss sich ja bewusst sein, dass ich für sie so in die Bresche gegangen bin, dass ich jetzt gerade eine Anzeige von Mike habe, Gerichtskosten habe. Wir haben denselben Anwalt. Und die letzten Tage, die Telefonate waren ja auch so, dass sie immer gesagt hat, sie will eine Einigung mit ihm. Das ist ja auch völlig okay, aber dann haben wir auch noch besprochen, dass wenn wir eine Einigung mit Mike finden, alles über den Anwalt geht. Alles, also ich meinte so, wir können ja alles schriftlich vereinbaren, aber dann nur über einen Anwalt. Weil ich glaube nicht, dass man mit Mike noch eine Basis haben kann, mit dem man, also wo man sich vertrauen kann. Ich glaube nicht, dass er sich an Abmachungen hält. Viele fragen in den Chat, dass Michelle, warum sie nicht dabei ist. Ja, weil die Situation zwischen Michelle und Ariel ja immer noch sehr hitzig ist. Und ich irgendwie glaube, dass ihr beide ja auch noch gar nicht sprechen wollt, glaube ich. Ne? Ich glaube, ich habe ihr zuerst auf eine Dings geschrieben, eine WhatsApp. Ne? Ja. Ich habe sie auch gepostet. Sie reagiert auf nichts. Sie hat mich bis heute nicht angerufen. Klar, sie wird wahrscheinlich auch beleidigt sein. Ich war ja auch nicht gerade nett zu ihr. Verstehe ich auch auf eine Art und Weise. Ja. Aber sie hat mich damit so verletzt menschlich. Mhm. Und ich verstehe halt nicht, also es gab die Möglichkeit, sich zu erklären, weil ich habe immer gefragt, warum sagst du denn erst, es ist unbedeutend und sagst mir dann, es ist ein anderer Mike. Erkläre es mir bitte jetzt hier und dann. Und dann stand sie nur still vor mir. Sie hat nicht einen Ton gesagt. Ich glaube, weil das natürlich schon unangenehm ist. Ja. Ne? Wenn man, und ich glaube, viele andere können schon nachvollziehen, dass man sich ja in dieser Konstellation hintergangen fühlt. Ich habe dir ja auch privat gesagt, ich hatte eher gedacht, dass irgendwann du wieder den Kontakt zu Mike hättest und das dann irgendwie rauskommt und so, muss ich ja ehrlich gestehen, weil ich dachte, das ist das, was das Thema bei dir angeht, dass du labiler bist, weil du ja schon sehr auch privat uns allen gesagt hast, ne, dass er dir sehr, sehr, sehr wichtig war, auch noch bis zum heutigen Punkt, weißt du ja nicht, ne, so. Deswegen kann ich das schon verstehen, ich bin ja auch so dann, ich würde mich dann auch hintergangen fühlen, ne, deswegen mal auf die Kommentare hier einzugehen, ich würde das auch so empfinden und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch angelogen wird. Also so von wegen so, halt war das gerade Mike? Nein, war unbedeutend. Ja, bist du doof, ich hab das doch gesehen. Ja, ja. Also ich habe ja auch an ihrer Reaktion gemerkt, dass es einfach nicht ehrlich war. Und als ich habe sie dann immer wieder darauf angesprochen, warum sagst du denn erst, es ist unbedeutend und dann sagst du, es ist ein anderer Mike? Und dann stand sie still vor mir, sie hat keinen Ton gesagt und das hat mich aggressiv gemacht. Meinst du, dann sag mir doch die Wahrheit. Dann hat sie irgendwann angefangen, dann ruf ihn an. Dann meinte ich so, gut, dann rufe ich ihn an. Hab auf Lautsprecher gemacht. Er ist nicht reingegangen, verständlicherweise, vielleicht auch besser so. Unter anderen Umständen hätte ich ihn natürlich niemals angerufen. Ich finde einfach, als Freundin einen so zu hintergehen, zu sagen, also man kann ja sagen, okay, ich will eine Einigung, dann setzen wir uns alle an einem Tisch, bitte aber mit einem Anwalt, ja, weil ich sehe da nicht, also ich meine, was hat Mike denn in den letzten Monaten alles gemacht?
Er hat Videos über ihre Kinder veröffentlicht. Er hat sie durch den Dreck gezogen. Er hat Lügen verbreitet. Er hat große Äußerungen bei mir getätigt, ja. Und nach all dem schreibt sie noch mit ihm? Verstehe ich nicht. Wo Ramon, du, ich ihr immer beigestanden haben. Und ich meine, es gab viele Telefonate, wo wir beide auch traurig waren und uns darüber ausgeheult haben. Ich hab noch mal eine Frage dazu. Ich habe jetzt gerade leider diesen Screenshot nicht parat. Wir können wahrscheinlich gerade alle nicht drauf zugreifen, weil wir gerade alle mit dem Handy hier online sind. Ich hätte mir nämlich gerne mal die Story von ihr angeguckt, weil was mich da mal dran interessieren würde, das ist ja so, wie sie das geschildert hat, wenn ich das richtig verstanden habe in dieser Story gestern, hatte sie ja quasi diesen Kontakt zu Mike, weil sie irgendwas in deinem Interesse regeln wollte. Das ist ja auch das, was du vorhin hier gesagt hast. Wusste ich nicht. Hat sie mit mir nie drüber gesprochen? Wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass irgendwo ein Kontakt zu Mike besteht. Dann hätte sie das ja vorab mit mir informiert. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Wenn ihr doch gute Freunde gewesen seid, so wie du das jetzt geschildert hast, warum ihr da nicht im Vorfeld drüber geredet habt, weil das ja auch komisch ist, wenn sie etwas für dich klären möchte und du jetzt aber sagst, ich weiß davon nichts. Also das ja, vor allen Dingen möchte ich, dass mein Anwalt das klärt und nicht sie. Tut mir leid. Also möchte ich gar nicht, dass sie sich da einmischt, weil das sind laufende Verfahren, weiß ich nicht, ob man das so nennt, auf jeden Fall laufen Anzeigen. Ich bin beim Anwalt, erst beim Anwalt, alle sind beim Anwalt und es ist höchst unprofessionell, da in irgendeinen Kontakt zu treten. Ja. Vor allen Dingen, wie glaubhaft, und was mich jetzt besonders getroffen hat, ist, dass sie nicht einmal angerufen hat. Okay, ich habe sie auch ein bisschen beleidigt und war auch provokant, aber jetzt müssen wir mal davon ausgehen, dass Michelle genau diese Seite auch von mir kennt, ja. Und sie kennt mich als Freundin, sie kann das auch ein bisschen einschätzen, ja, wie emotional ich dann werde. Und sie versucht es ja jetzt nicht mehr zu klären. Es ist ja nichts. Und dann mir jetzt noch in den Rücken zu fallen und zu sagen, indirekt hat sie ja jetzt in dem Posting gesagt, naja, nach der Aktion, also nur weil ich mich aufgebauscht habe und sauer war, ob du jetzt die Wahrheit gesagt hast mit Mike, das muss ich mir aber noch über, das wird jetzt das Gericht entscheiden. Also denkst du jetzt, ich habe die ganzen Male gelogen. So viel vertraut sie mir, weil wir eine Differenz haben? Hast du das? Ja. Hast du das auch so wahrgenommen, Yvonne, dass ja, Michelle das so gemeint hat? Erst nachdem Ariel das mir erklärt hatte, was sie meint in diesem Posting. Oh. Ne? Okay. Erst dann, und das glaube ich dann schon irgendwie. Jetzt mich da so vom Kran zu spannen und alles anzuzweifeln, wenn sie es doch angezweifelt hat, warum hat sie mit Ramon ein Interview gemacht, warum ist sie mit mir zur Polizei gegangen? Und Ramon, ich glaube, das kannst du bestätigen, dass ich noch nie in meinem Leben so emotional war und gar nicht wusste, wohin mit mir, als diese Äußerungen gefallen sind. Ja, ja, ich war ja an dem Tag nicht alleine, also das habe ich ja jetzt, also da gab es ja, wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, da gab es ja mehrere Etappen, die dann dazu geführt haben, dass wir diese Entscheidung zu dritt getroffen haben, diesen Weg zu gehen. Das war ja jetzt nicht so, dass du mich jetzt einmal angerufen hast und ich dachte so, ja, okay, komm, so, ne, sondern da lag ja auch fast irgendwie die ganze Woche dazwischen, weil ich ja zu dem Zeitpunkt auch im Ausland war. Was ich nochmal ganz kurz hier versuchen würde einzuordnen, da würde mich auch mal die Meinung von Yvonne interessieren. Das ist für mich natürlich auch nicht so einfach, weil ich ja mit euch allen quasi verwandelt bin. Aber weil die Leute sagen jetzt irgendwie auch, Michelle soll sich auch äußern, hat sie ja. Michelle hat gestern eine Story gemacht, wo sie gesagt hat, was du gerade bestätigt hast, dass sie quasi Kontakt mit Mike hatte und dass sie etwas in deinem Interesse klären wollte, während du jetzt quasi sagst, du hast sie nicht beauftragt. Mein Standpunkt, natürlich kann sie Kontakt haben mit Mike, wie sie will, er ist ihr Ehemann, sie muss sich nicht rechtfertigen, sie muss nicht um Erlaubnis bitten, whatever, Punkt 1. So, Punkt 2 ist, wenn du sie jetzt fragst, hast du mit Mike Kontakt und sie irgendwie sagt, nee, habe ich nicht und sie dich dann damit anlügt, kann ich verstehen, wenn du sauer bist. So, auch das, glaube ich, können ja alle nachvollziehen. Punkt 3 ist, wenn sie in der Story sagt, dass sie was in deinem Interesse regeln wollte, finde ich, dass sie das dir sagen muss. Weil jetzt die Leute sagen, ja, sie ist ja keine Rechenschaft schuldig. Naja, doch, also wenn sie in deinem Interesse irgendwas regeln möchte, schon. Mhm. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob das so war, weil du sagst ja gerade, es gab dieses Gespräch nicht. Also wir haben ein Gespräch geführt, weil ihr es nicht so gut ging, und hat gesagt,
natürlich ist es belastend. Für mich ist es auch belastend, diese ganzen Gerichtskosten, diese ganzen Prozesse, in dem, was wir uns befinden. Ich glaube, das wollte weder Michelle, das wollte weder Mike und das wollte ich auch nicht. Ich glaube, es wollte keiner der Parteien, wollte, dass es so weit kommt. Ja? Und ich glaube, das ist für jede Partei belastend. Und ich verstehe, sie hat Kinder, sie hat einen Alltag zu bewältigen. Dafür habe ich auch großen Respekt vor Michelle, weil das macht sie alles ganz großartig. Aber dann eben, deswegen hat sie gesagt, sie will ja eine Einigung finden. Und wir haben darüber gesprochen, okay, dann setzen wir uns mit unserem Anwalt zusammen und er regelt das dann mit Mikes Anwalt, weil anders ist es nicht mehr zu machen. Also es ist nach diesen Vorwürfen doch gar nicht anders zu machen. Wir machen uns ja unglaubwürdig vor Gericht, wenn wir jetzt auf einmal wieder mit ihm in Kontakt treten. Wir wollten ein Kontaktverbot zu ihm und dann redet man aber wieder mit ihm. Also wie sieht denn das aus? Ja, nee, das geht nicht. Und deswegen zu den Kommentaren, entschuldige bitte, dass ich unterbreche, zu den Kommentaren. Also die Kommentare sind heute nicht höflich und viele gehen nach ihrer Sympathie. Freunde, wenn ihr eine Freundin habt und ihr habt zusammen Anzeige gegen einen Mann gemacht, der euch beide belogen, betrogen hat, der auch Gewaltäußerung getan hat und ihr macht eine Strafanzeige. So, und ihr haltet jetzt über Wochen und Monate zusammen und dann kommt eine Freundin daher und egal, ob sie die Nochfrau ist, egal was ist, ihr habt ein laufendes Verfahren und dann geht die Freundin hinterm Rücken und schreibt mit dieser Person. Es ist Verrat. Michelle kann natürlich mit jedem Kontakt haben, den sie will, aber sie kann dann dazu stehen und sagen, pass auf, Ariel, ich möchte gerne mit Mike Kontakt aufnehmen. Ich weiß, du findest das wahrscheinlich beschissen. Dann haben wir eine Diskussion und eine Auseinandersetzung privat. Dann kann aber Michelle immer sagen, ich habe dir das gesagt privat und ich werde Kontakt aufnehmen und das ist meine Entscheidung. Was du davon hältst, ich habe mich so entschieden, weil ich kann nicht anders aus den Grund. Dann kann Ariel aber niemals sagen, ich wurde verraten und ich wurde belogen. In diesem Falle jetzt fühlt sie sich beraten und belogen. Und das finde ich völlig in Ordnung, dass sie das so empfindet. Ich würde das in dem Falle genauso sehen. Ich meine, das kann ja jeder sehen, wie er will. Jeder hat eine andere Definition von Freundschaft. Meine ist da anders. Ja, und ich finde, das hat nicht mal was mit Freundschaft zu tun, das hat was mit Loyalität zu tun, das hat was mit Anstand zu tun, weil wir alle hinter ihr standen, wir haben alle Kosten, wir sind alle gerade vor Gericht oder beim Anwalt, noch sind wir noch nicht vor Gericht, und da hat man Verantwortung den anderen Leuten gegenüber, die mit im Boot sitzen. Und sie ist aus dem Boot gesprungen und hat noch gegengetreten, meine Meinung. Ja. Wie siehst du das, Ramon? Also erst will mal auf so ein paar Kommentare nochmal eingehen. Also erstens, natürlich für die Leute sagen, Ariel hat sich im Ton vergriffen, da müssen wir nicht drüber reden, aus meiner Perspektive, ne, Ariel, das weißt du, das sage ich jetzt auch hier öffentlich. Also das finde ich auch nicht cool, ja, ich glaube, das weißt du selber auch, habe ich dir auch schon persönlich gesagt, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, weil die Leute fragen, ob man das öffentlich machen muss. Nein, man muss natürlich gar nichts öffentlich machen, aber wenn die Beteiligten das öffentlich machen möchten, so wie auch verschiedene Themen in den letzten Monaten öffentlich waren, dann ist das so. Also hier muss niemand irgendwas, ja, genauso wenig wie Yvonne und ich den Livestream hier machen müssen, aber wir haben gerade Bock drauf. Und Punkt drei ist, ich glaube, die Leute, die es ein bisschen gefragt haben, ich habe Ariella vielleicht vorhin falsche Formulierung verwendet, sie hat es aber gerade nochmal im Nachhinein, natürlich sind die noch nicht vor Gericht, das hat Ariella gerade nochmal gesagt, ich habe vorhin die falsche Formulierung verwendet, aber wenn du natürlich als Beispiel einen Anwalt beauftragst, weil der, keine Ahnung, irgendwas regeln soll oder Abmahnung hier, was weiß ich, ne, will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist deine Aufgabe zu sagen, was du da machst oder auch nicht. Das kostet natürlich Geld. Also Fakt ist, wenn ich Anwaltskosten. Einen Anwalt beauftragt, dass er sie erstmal verteidigt oder dass der ihre Rechte sichert, schützt, whatever, dann kostet das Geld. Und das ist das, was Ariel jetzt als Beispiel gemeint hat. So, wir haben ja alle Kosten und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Michelle. Klar. Ja, sie hat natürlich auch hohe Kosten. Und ganz ehrlich, ja, ich habe mich vielleicht im Ton vergriffen, aber hinter meinen Aussagen stehe ich trotzdem. Also ich find's einfach eine Assi-Aktion. Ich finde es unter aller Sau. Ich stehe dahinter, vielleicht war meine Wortwahl nicht richtig, aber es ist auch meine Wortwahl. Und ich finde, ich habe sie jetzt auch nicht krass beleidigt. Also ich habe sie weder Fotze, Schlampe oder sonst irgendwas genannt. Ich habe das Kind beim Namen genannt und so war es eben. Ne? Und das ist ja auch wohl völlig verständlich, dass man verletzt ist. Ich habe mit Michelle bestimmt fünfmal am Tag telefoniert. Ich habe sie in meinen Freundeskreis reingelassen, was ich mittlerweile nicht mehr schnell mache, seit ich in diesem Business arbeite, und bin da einfach zutiefst verletzt. Ja, und dann reagiert man auch mal über.
Ja. Was ich euch empfehlen würde, aber das ist auch nur eine Empfehlung von mir, weil die Leute wollen gleich schreien, oh, Ramon hat das gesagt, nee, das muss nicht richtig sein. Ich glaube, ich würde euch empfehlen, dass ihr vielleicht irgendwann die Tage nochmal miteinander sprecht, wenn natürlich beidseitiges Interesse da ist, einfach um einfach nochmal die Situation aufzuklären. Ich kann verstehen, wenn die Fronten jetzt natürlich auch so verhärtet sind, auch von der Seite her von Michelle, dass sie sagt, so, boah, das war mir irgendwie too much, ich will das nicht mehr. Ich kann es auch verstehen von deiner Seite, wenn du sagst, okay, ich kann ihr jetzt nicht glauben, ich kann ihr nicht mehr vertrauen, das ist alles okay. Ich glaube, es wäre trotzdem clever, wenn ihr einfach für die Zukunft nochmal ein ja, klärendes Gespräch insofern führt, dass man dann da geradlinig getrennte Wege geht oder dass man wieder den Weg gemeinsam geht, whatever. Aber ich bin ja immer ein Fan davon, wenn man irgendwie nochmal miteinander spricht, dann natürlich ohne Pöbeln und ohne Schreien, Ariel. Ja, also das ist aber auch nur meine Empfehlung, das müsst ihr am Ende selber wissen, wie ihr das macht. Ja. Naja, also wie gesagt, mich hat es heute auch den ganzen Tag beschäftigt, ne, weil sie mir ja schon auch am Herzen liegt. Ist nicht so, ne? Also wenn sie mir nicht am Herzen liegen würde, hätte ich ja gar keine Emotionen. Dann wäre es mir scheißegal. Ne? Mhm. Aber ich finde halt das Wichtigste, egal welche Beziehung du hast, Liebesbeziehung, Freundschaften, ist Vertrauen. Und ich weiß nicht, ob das, was sie mir sagt, auch wenn wir uns jetzt aussprechen, der Wahrheit entspricht. Weil es ist eine Tatsache. Ich habe die Reaktion von ihr mitbekommen. Ich habe ihr in die Augen geguckt. Und ich bin nicht blöde. Ich bin nicht blöde. Und im Endeffekt, am nächsten Tag, sie hat es ja zugegeben, dass sie Kontakt haben. Ne? Und nochmal, es geht nicht über den Kontakt, aber wir sind alle in einem Boot gerade, wir sind vor Gericht. Und ich finde, da sollte man schon offen und ehrlich miteinander umgehen. Ja? Ich finde das auch, sage ich ganz ehrlich, ich finde das auch krass. Ich hatte dann Mikes Videos gesehen, das Aktuelle. Der freut sich. Und der ja. Freut sich richtig. Ja, es geht auch darum, jeder hat irgendwie Anzeigen gemacht, gegenseitig. Mhm. Und man beauftragt hier unsere Justiz, also Menschen, Mitarbeiter, man beansprucht diese. Und die denken doch jetzt, wenn die das alles sehen, was ist das hier für ein kranker Haufen Scheiße? Ja, also die erst wird das richtig mit Anwälte und Polizei hochgekocht. Und jetzt so, ja, ich habe mit Mike doch wieder Kontakt, und weil ich das ja für dich klären wollte und so. Ich weiß auch nicht. Das ist doch alles Scheiße. Das ist doch alles Gemurkse. Also es ist jetzt auch mein Gefühl, ja. Da, ne, das kann ich nicht belegen, ja. Aber dadurch, dass die letzten Tage auch immer wieder von einer Einigung von ihrer Seite gesprochen wird, wo ich ja gesagt habe, okay, dann lass uns das mit dem Anwalt machen, ja. Bitte keine Alleingänge, weil Mike hat mich auch angezeigt. Ich bin sonst auch, ich brauche ja irgendeine Grundlage, eine rechtliche Grundlage. Ja, eben. Das meine ich halt, ne? Und dann finde ich es natürlich komisch, dass Mike sich jetzt gerade trennt, ne? Also, naja, gut. Aber es ist mein Problem. Können wir da bitte auch nochmal gleich drüber sprechen? Nee, die Frage ist, ob wir das zu dritt besprechen wollen, ob Ariel los muss, ob wir das zu zweit besprechen wollen. Ich will jetzt Ariel natürlich auch nicht. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe es gleich auch noch zu tun. Das kurz dann von mir. Das war's. Und dann macht es gerne alleine weiter. Ah, okay. Okay. Ja. Ja, stark. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Genau, danke, Ariel. Und ich bin mal gespannt, ob ihr das klären könnt. Hoffen wir. Auch gerne öffentlich, damit wir alle teilhaben und das mitkriegen. Ja, ich meine, wenn sie mal, ich habe ihr in WhatsApp geschrieben, wenn sie nicht reagiert, ne, dann ich habe mich eben auch losgestellt gefühlt von ihr. Deswegen wollte ich sie auch losstellen, gebe ich schon mal zu. Ne? Ja, I get it. Okay, dann wir sind gespannt. Wir jetzt nochmal weiter. Ne? So machen wir das. Wir bleiben dran. Ciao, Ariel. Danke dir, ne? Tschüss. Ciao.